Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Trains Over 3 hier auf meinem Kanal. Wir gehen heute nochmal auf die Niddertalbahn, weil ich ein relativ kurzes Szenario spielen muss, weil mir so ein bisschen die Zeit fehlt zum Aufnehmen. Ich habe gestern nämlich eher mit Transportführung verbracht als mit dem wesentlich wichtigen, nämlich Trains in World. Deswegen gehen wir jetzt nochmal auf die Niddertalbahn und da haben wir die Vorbereitungsarbeit. Bereiten Sie einen Ersatzzug für den Betrieb vor. Okay, auf geht's. Mit der 628 sind wir dann wieder unterwegs. Welches Gerät oder das Gerät, welches wir eigentlich im Großen und Ganzen doch nicht schlecht finden. Ich war ein bisschen irritiert, dass hier oben im einen Bild ein Taurus im Hamburg Hauptbahnhof zu sehen ist. Passt da ja gar nicht hin. So, Vorbereitungsarbeit. Also halbe Stunde soll das Ganze gehen. Dann sollte ich das auch noch schaffen, hochzuladen und vorzubereiten für euch. Und es regnet mal wieder. Guten Morgen, Lokführer. Fahren Sie diesen Ersatzzug nach Stockheim, wo Sie einen Wagensatz abkuppeln und einsatzbereit machen. Okay. Das ist der. Ja, das sollte ja der sein, ne? So, also. Steht immer noch Altenstadt oben, warum auch immer. Waren ja auch schon auf der Runde nach Stockheim. Wir sind jetzt nicht in Stockheim. Wir sind jetzt hier in... Wie heißt das Ding hier? Heldenberg-Windecken. Steigen wir in den Zug und bereiten uns auf die Ausfahrt vor. Also... Gehen wir mal rüber hier. Als verantwortungsvoller Lokführer gucken wir natürlich links und rechts. Und wir fahren, glaube ich, Richtung Stockheim. Das heißt, wir werden diesen Führerstand hier besetzen. Genau. So, Tür auf. Steigen wir ein. Machen die Türe natürlich wieder zu. Dann brauchen wir das gleich im Führerstand nicht mehr machen. Setzen wir uns mal hin hier. Dann vorwärts, PZB, LZB machen wir, PZB und SIFA machen wir natürlich an. Dann machen wir den Startschalter ein. Zuglichter müssen wir noch anmachen. Lampenbeleuchtung können wir auch gerade am Auge machen. Führerbremsventil, zack, bumm. So, haben wir schon Ausfahrt? Nö, haben wir nicht. Ich mache mal den Scheibenwischer an. Führerbremsventil ist gelöst. Aber ohne Ausfahrt können wir nicht fahren, ne? Oh, jetzt hat es auch funktioniert. So, Eichen, Bahnsteig 2. Aber wir fahren anscheinend nur dran vorbei. Dann lasse ich die Federspeicher nochmal drinne. Dann lassen wir den noch reinfahren, dann mit der 628 und dann sollten wir ja dran sein. Mach mal auf da vorne. Wir haben noch keine Zeit. Jetzt können wir los. So, auf geht's. Mehr Gas geben. 40er Ausfahrt haben wir erstmal. Können wir uns auch noch rein aus der PZB. Startbegriff höher 30. Kein 500 Hertz Magnet in den nächsten 50 Meter zu erwarten. Also können wir Gas geben. Dann wollen wir die Doppeltraktion mal hier rausprügeln. EL6 können wir getrost ignorieren. Wir haben keinen Stromabnehmer, also brauchen wir auch mit dem Fahrzeug nicht anhalten. Weil das EL6 zählt ja nur für Fahrzeuge mit gehobenem Stromabnehmer. Wäre übrigens auch ein haltzeigendes Signal, wenn wir da mit dem Stromabnehmer gehoben dran vorbeifahren würden. Aber meistens hat man dann eher andere Probleme, als dass man an einem haltzeigenden Signal vorbeigefahren ist. Schön bergab, das heißt, wir können einfach mal rollen lassen.
Schön die Pfeife nicht vergessen. Glaube aber, dass ich wirklich schon mehr als die ein oder andere Pfeiftafel irgendwo übersehen habe, seit wir hier auf der Niddertalbahn unterwegs sind. Mir fällt in dem Bereich, wo ich fahre, fällt mir nämlich genau eine Pfeiftafel ein, die ich jetzt spontan benennen könnte, wo ich weiß, wo eine steht. Das ist mitten in Frankfurt. Ansonsten wüsste ich jetzt keine. Eher so ein Nebenbahnphänomen. Auf den Hauptbahnen sind die Bahnübergänge ja alle so gesichert, dass wir dort nicht Pfeifen brauchen, außer wir müssen natürlich den Bahnübergang manuell sichern und haben keine Head da. Dann würden wir natürlich mit der Pfeife das Ganze absichern. Schön ist, dass wir auch noch diese alten Kilometersteine haben, die wir hier hin und wieder sehen. Da hinten kommt schon der nächste. Das sind halt diese kleinen Details, die ich an der Strecke eigentlich ganz cool finde. Da direkt an der Pfeiftafel kommt jetzt einer. So sah das früher mal aus. Sieht man heute auch vereinzelt noch auf irgendwelchen Hauptbahnen. Ist natürlich auch ein bisschen schwierig, sowas festzutackern, wenn man keine Masten hat. In diesem Fall hätten wir ja Masten. Weil wir hier unsere Telegrafenleitung haben, wo man sowas hätte festmachen können. Aber auf Hauptbahnen haben wir dann ja in den meisten Fällen dann eine Oberleitung und die Masten dazu. Und an diesen Masten kann man sowas ja festtackern. Wir haben Fahrplanfahrt, AP1. Wir müssen einfach von Halt erwarten ausgehen. Der alleinstehende in die zwei Tafeln, aber wir können schon mit 60 hier durchballern. Ganz schön schwungvoll hier mit 60 da reinzufahren. Da haut es aber den einen oder anderen bestimmt aus dem Sitz, aber wir haben ja keine Fahrgäste dabei, wir sind ja eine Leerfahrt. Das sieht schon schwungvoll aus. Alter, die Waldfee. Naja, es ist erlaubt, also machen wir es. Altenstadt. Wir können die Zugzielanzeige selber nicht ändern, das ist ein bisschen schade. Oder zumindest habe ich es noch nicht entdeckt, wo das geht. Ich gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich hier sein wird. Müssen wir aber wahrscheinlich den Lokführer von Regio, der die Dinger früher selber mal gefahren ist, die Frage beantworten. Heute mal keine KS-Signale hier auf der Strecke, das ist auch schön. Nach dem Geister-Szenario von gestern. Was aber Spaß gemacht hat, muss man sagen. Ne? Ja, auf so eine Idee muss man auch erstmal kommen.
glaube, ich werde mal den Scheibenwischer ein bisschen runterdrehen. Wenn nicht mal ganz so schnell läuft. Das geht schon wieder steil bergab hier. Im Promille. Gegen Bremsen. Medaillentechnisch war die Ausbeute jetzt hier auf der Strecke ja bei mir noch nicht so hoch. Es tendiert hier alles eher Richtung Silber. Sagen bei jeder Pfeiftafel hier auf der Strecke einen Schnaps, dann sind wir am Ende der Tour besoffen. Ja, das ist bestimmt schon 8 Pfeiftafeln. Langsam fahren. Fangen wir mal auf 40 runter. Nicht vergessen. Und dann sind wir auch schon in Altenstadt und dort sollen wir sogar anhalten. Wahrscheinlich werden wir dort eine Zugkreuzung haben. Wir sind ja nicht im Fahrplanmodus, das heißt, wir wissen ja theoretisch nicht, wann hier welcher Zug fährt. Das ist ja im Szenarienmodus alles so ein bisschen sporadisch. Fahren auf das rechte Gleis. Bahnstrecke hätten wir in allen drei Gleisen. Bei das andere Gleis hier in Altenstadt war ja das, wo wir neulich mal die Güterwagen rausgeholt hatten. Was ich in der Fahrplanfahrt übrigens sehr gut fand, dass wir da an zwei verschiedenen Bahnhöfen Güterwagen eingesetzt haben. Jetzt hier aber keine Fahrgäste mitnehmen, oder? Eine 500 Hertz Magneten haben wir auch nicht. Kommt aber von der vom Zeitalter her hin. Weil die 500 Hertz Magneten, die sind ja erst relativ spät flächendeckend installiert worden. So, für eine Minute sollen wir warten. Machen wir. Alles kein Problem. Wir können die Bremse schon mal so lösen und dann machen wir hier die Federspeicher mal rein. Wurde auf was aufmerksam gemacht. Was an den Signalen ist. Und die auf und zu gehen, dass sie klappern.
Können wir doch erstmal ausprobieren. Da war los. Willst du nicht? Da haben wir uns ja das eins. Ah, da kommt noch was entgegen. Guck mal da. Hören wir mal, ob es wirklich klappert. Oh ja, sehr schön. Das hört sich genauso an, wie die Signale aussehen, nämlich alt. Katastrophe. So, dann geht's nach Stockheim, Gleis 4. Passiert jetzt nicht mehr viel, eingleisige Strecke. Das ist aber das Interessante an der eingleisigen Strecke, dass man halt wirklich auch mal warten muss, bis andere Züge abgekreuzt haben. Direkt auf 60 hoch. Das hier ist so die total coole Strecke für Vollentspannung. Hat so ein bisschen was von West Cornwall Local. Nicht West Cornwall, sondern hier, wie hieß sie noch? West Somerset Railway, genau. Da, wo wir die ganze Zeit nur mit 25 mph durch die Gegend fahren dürfen. Das hier hat so ähnliche Auszüge. Aber wie gesagt, ich bin ja ein Fan von solchen entschleunigenden Strecken. Man muss ja nicht immer 300 fahren. tun sie auch, sag ich. Dass das mit der HD-Verarbeitung gleich alles funktioniert. Vielleicht habe ich das nämlich heute noch das Video so veröffentlichen und dann kann ich nämlich gleich nochmal Hand anlegen an die linke Rheinstrecke. Da fehlt uns nämlich auch noch eine Einführung. Bahnübergang kaputt. Ja. Hat noch angefangen zu blinken. Ich habe es im Augenwinkel noch gesehen. Zu, das passt.
da ist der nächste Schnaps. Ah, ich stelle mir mal wirklich vor, wir würden für jede Pfeiftafel hier wirklich eintrinken. Wir werden hackendicht nach 50 Minuten. Kommst du mit der Flasche Wodka nicht aus? Ups. Griff aus. Hast du sie gedrückt? War ganz schlecht. Mal kurz vor Stockheim haben wir nochmal ein paar Pfeiftafeln. Jetzt einfach nur mal so. Gucken, ob es funktioniert. Leider haben wir keinen tiefen Ton. Nur den hohen. Dann dürfen wir in Stockheim eigentlich nicht mehr viel zu tun haben, außer die Züge auseinanderzubauen. Ist ja, wir sollen einen in Stockheim lassen. Weil zeitlich passt da eigentlich nicht mehr viel rein, wenn wir jetzt mal von der Zeit ausgehen. Was wir ja bei den Szenarien von Trains and Worlds eigentlich nicht dürfen. Davon ausgehen, dass die Zeiten stimmen von den Szenarien, die da veranschlagt sind. Langsam Fahrt erwarten. Das ist dann auch schon die Einfahrt Stockheim. Jetzt müssen wir kurz mal überprüfen, wo wir denn da hinfahren. Weil wir hier unter Umständen handweichend haben. Nein, haben wir in diesem Fall nicht. Alles signalgeführt. Und die nächste Pfeiftafel. Ah, ich liebe diese Strecke jetzt schon. Also, total. Das ist einfach wirklich sowas von tiefenentspannt. So, dann geht's nochmal über den Engländer. Und
Oh, schön vor 60 rum. Und dann schauen wir mal, was noch auf uns zukommt jetzt. Da halten wir fest, das Ding. So, dann sag mal an. Jetzt müssen wir die hintere Einheit abkuppeln, um sie hier zu lassen. Danach werden wir diese Einheit zum Gleis bringen. Also die hintere lassen wir stehen. Ah, das Kabel hier ist natürlich auch sehr schön gemacht, ne? So, dann kuppeln wir die ab. Dinger haben übrigens Schraubkupplungen. Als die ersten Prototypen ausgeliefert worden sind, hatten sie keine Schraubkupplung. Da hatten sie tatsächlich noch Scharfenbergkupplungen, mit denen es wohl aber starke Probleme gab. Ja, ich wollte gerade sagen, ist doch abgekuppelt. So, unser SH1 haben wir. Da vorne, das ist unser Formsignal SH1. Das haben wir bis jetzt ja auch noch nicht gehabt in Transom World. Übrigens, in diesem Fall, wenn das so ausschaut wie dieses neben dran, dann ist es ein SH0 und kein HP0. Das ist nochmal ein großer Unterschied. Und das gibt uns lediglich die Zustimmung zur Rangierfahrt, wenn das auf SH1 umbringt. Haben wir da auch wieder ein bisschen was gelernt jetzt hier gerade. Jetzt können wir aber gerade mal testen, ob die Befehlstaste funktioniert. In dem DLC. Mal drücken. Dann schauen wir mal. Jawohl, Befehl funktioniert. Dann fahren wir einmal raus auf die freie Strecke. Dann denken, dass wir eine Rangierfahrt sind. Max 25. Und bitte dran denken, nicht an der Rangierhalttafel vorbeizufahren. Das ist ein haltgebietendes Signal. Es sollte dort eins stehen und wenn ihr da drüber fahrt, dann kann es sein, dass das Szenario dann beendet ist. So, dann wollen wir den Führerstand mal wechseln. Ist aus. Das passt alles soweit. Wir den hier rausziehen. Und dann machen wir den Scheibenwischer noch aus. Gehen wir auf die andere Seite. Machen wir hier die Tür mal zu. Ich gehe mal davon aus, dass das Ding gleich in Fahrgastbetrieb geht. Dann aktivieren wir das Ganze mal hier. Machen hier zwei weiße an. Bremse. Zack, bumm. Ich hab drüben noch was vergessen. Ich muss drüben noch ein bisschen was machen. Jojojo. Zum Glück ist der Zug nicht so lang. Was ist mit dem Komisch? Krieg ich den raus? Hallo? Komm raus da. So, jetzt haben wir es doch. So. Gehen Sie an das andere Ende des Zuges. Machen wir.
Ganze Strecke hier für ewig zu parken wollen wir auch nicht. Es ist ein bisschen ungewohnt, dass man hier vorne auf dem Führerstand natürlich jetzt nichts hört von dem Gerät, aber wir sind ja auch auf dem Steuerwagen jetzt. Na, immer noch eine Rangierfahrt. Und wir haben uns natürlich die Zustimmung vom Fahrdienstleiter geholt, dass wir jetzt einfahren dürfen. Rangiersignal hatten wir in diesem Fall ja nicht. Wir hätten arbeiten können. Guck mal, da ist sogar eine Tankstelle, wenn ich das richtig sehe. Ah, das wäre natürlich noch eine schöne Funktion gewesen. Wenn wir dann auch tanken müssten. So. So, du bremsen. Hab so eine Idee. Hört ihr es? Da war nämlich die Sigma noch drin. Das kommt bei einigen Zügen vor, bei den Doppelstockwagen kommt das öfter mal vor. Dass da noch die Sigma eingreift vom hinteren Führerstand. Deswegen ja immer ganz wichtig dran denken, die Zugsicherungssysteme auszumachen. Hat er wieder nicht gemerkt, dass ich das über Bremsventil gelöst habe. Ist ja nicht wild. Ah, dann kann der Kollege hier gleich übernehmen und kann zurückfahren nach Bad Vilbel. Ja, ein nettes kleines Szenario. Die Szenarien sind bis jetzt alle nicht schlecht. Da kann man nichts sagen. Für den Umfang vom DLC ist das echt gut. Ah, Ziel erfüllt. Kommt jetzt noch was? Damit ist diese kleine Schicht beendet. Vielen Dank, dass Sie den Zug hergebracht haben. Ja, kein Problem. Ist ja mein Auftrag hier gewesen. Dann würde ich sagen, haben wir dieses Szenario auch erledigt. Und das heißt, ich verabschiede mich von euch. Wir schauen uns natürlich noch an, ob wir eine Medaille mitgenommen haben. Und ob es eine Silber wieder wird. Jawohl. Gar nicht so einfach, da muss man schon ordentlich Punkte machen hier bei dem DLC, ist so ein bisschen der Eindruck, der sich hier offenbart. Aber nichtsdestotrotz lade ich euch natürlich weiterhin ein, den Kanal zu abonnieren. Ihr dürft die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Lasst ein Daumenchen nach oben da. Ihr dürft natürlich auch sehr gerne eure Kommentare da lassen. Die Meinung zu eurer Strecke ist mir immer sehr wichtig und wird natürlich auch von mir wie immer persönlich beantwortet. Und ihr habt die Möglichkeit, auf den Discord zu kommen. Der Link dazu, der ist wie immer in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr voten für den nächsten Sonntags-Livestream, in welcher Reihenfolge wir dann entsprechend die Züge fahren wollen. Wenn ihr mich aktiv unterstützen wollt, dann werdet Mitglied auf meinem Kanal. Dort wird es dann auch im Laufe der nächsten 14 Tage exklusive Videos nur für Mitglieder geben, die ich so nicht veröffentlichen möchte. Weil ich da unter Umständen sonst Schwierigkeiten bekommen könnte. Deswegen da die Empfehlung, Mitglied werden ab 99 Cent, könnt ihr mich unterstützen. Ab 1,99 habt ihr dann Zugriff auf diese Videos. Ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin von mir natürlich wie immer ein gepflegtes Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.